sehr tapfer gegen die Römer auch gewehrt haben. Die gehören mit zu der Urbevölkerung von Spanien, genauso wie die Baskonen, also die Basche gegen die Römer. Deutschsprachigen, um es eben zu unterscheiden, Galizien mit C geschrieben. Und kurz zum Weltkulturerbe erklärt worden. Viele Verehrung des heiligen Jakobus. Das wurde also praktisch von dem heiligen Beatus in Liebana, in Santo Toribio, ist dieser weltberühmte Roman entstanden. Da brennt's da oben. Scheiße. Hier sind so einsam dabei. Da geht jetzt hier die Straße immer weiter runter. Ein bisschen eingenebelt von diesem Waldbrand oben in den Bergen. Es riecht auch hier schon nicht so gut. Bushaltestelle. Mein Port ist. Es ist 25 Grad und 12 Uhr. Da ist ja mal Potes. Das ist Picos, der ist Europa. Als Wanderer. Jetzt ist hier Markt. Lauter Saubohnen da. Alter. Ach, der Gruß. Bacalao, Bacalao, Bacalao. Tore den Fandu. Citras. Citre. Ja, schon wildromantische Nester da. So wie die Pyrenäen Nester halt sind. Hier brennt irgendwo eine Montagna und das ganze Gegend ist hier braucht. Tolle Wege hier. Carlos, Mango, das sind Berge. Hier sind die Rentner zugange. Alles. Jubilare, Jubilare. Das war früher mit der Esel. Das ist heute. Castillo, Bauernhöfe, Tierarzt war der. Habe ich schon öfter erzählt, wer Alfons der Zweite war, aber wir werden morgen, nochmal mit Sicherheit. Das ist ein guter Freund von ihm. Wunderschöne Schlucht hier am Deva-Fluss. Das ist also auch eine fantastische Landschaft hier. Grenzgebiet von Kantabrien zu Asturien. Dieses Gebiet ist natürlich umkämpft gewesen, wo die Mauren dann auch wirklich schnell wieder abgezogen sind. Das ist ihnen zu feucht gewesen, zu regenreich, zu unübersichtlich. Und
Alfons der Erste dann etwa um 740, also nach, das war der Nachfolger von Pelayo, dann hier gleich die Wiederbevölkerung dieses Landstriches auch durchgeführt. Und später hat man dann diese Kirche gebaut, die wir jetzt kurz von außen besuchen. 700 Meter laufen. 10, ohne Koffer, das geht's. Aus dem 10. Das ist schon gewaltig. Das ist auch eine wirklich sehr schöne Gegend hier. Ja, das ist ja schon eine wildromantische Gegend, meine Jotschoi. Und hier ist ein Kloster, ein romanisches Kloster mitten in der Walachei hier. Hier sind so um 800. Der Kirchturm, der ist ganz neu. 20. Jahrhundert. Das existierte gar nicht. Das ist vorromanisch. Alle so, ja, Blumenmuster oder Musterformen und Platten. Hier. Hier hast du das erste Mal Vögel. Das erste Mal. Das habe ich nirgends gehört. Das ist so ein bisschen ein. Wo hoch denn der? Hier schon von Impulse von den Westgoten hier, uralt Lavendel. Und dahinter die Berge, ja. Riesenberge hier. Santa Maria de Lepeña. La Ermida, und das führt uns jetzt nach Asturien. Auch Nebel des Feuers, sondern es wird sich auch ein bisschen zuziehen. Morgen soll es regnen, aber gut, wir haben ja. Ja, diese Flüsse sind sehr sauerstoffreich hier in den Bergen. Der Deva. Hier im entwässert im Kantabrischen Meer. Hier kann man Lachse und Forellen fischen. Ja, ja. Das zu essen. Kalksteinstrukturen, die sich hier am Fluss auftürmen. Eine herrliche Schlucht. Wenn wir nachher vielleicht Glück haben, sieht man auch auf den Felsen dann Gämse und Steinböcke. Wir fahren nochmal über den Fluss rüber.
Das ist eine katalanische oder galizische, und die Sprache hier heißt es Bablé. Und es gibt in der Universität von Oviedo Linguisten, die sich mit der Sprachentwicklung und auch mit den Sprachstudien des Bablé beschäftigen. Fluss, der hier mit dem Caris zusammenfließt. Wir fahren jetzt parallel zum Caris bis nach Covadonga. In etwa 60 Kilometer von hier. Das ist Caris. Arenas de Caprales. Sì, però la cattedrale tiene servizio. Es gibt noch ein paar westgotische Kirchen, leider in Toledo nicht mehr, obwohl das war die Hauptstadt geworden. Und die haben auch Figurenkapitel. So, hier kommt schon unsere